Jung, brutal, schlecht aussehend. Bro, dieses Spiel hat wirklich ein Frame in der Sekunde. Da steht einfach Memo. Und Memo, Digga. Memo, Alter. Digga, was spiele ich hier? Moin, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Unangenehme. Wir spielen heute von Affe mit Waffe die Montana Belek Edition. Montana Belek, einer der größten deutschen Streamer, nicht wahr? Nein? Perfekt. Tobi hat das Ganze mir installiert. Das ist eine GTA San Andreas Modifikation, die 1:1 das Leben von Montana Belek darstellt. Und ich würde sagen, wir kicken direkt mal rein. Wir gehen auf Fortsetzen. Einen ohne Fleisch, Mehmet. Ah ja. Perfekt. Buxtehude. Ein Modpack von Affe mit Waffe. Ich bin saugespannt. Ich habe mir extra dafür San Andreas nochmal auf Oldschool Vibes gekauft, Digga. Eins in den Chat. Ah, nee, ich stream nicht, ne? Nee. Eins in die Kommentare, wer das Spiel schon mal gesehen hat und fühlt, genauso wie ich. Schnauze halten. Check. Wir werden jetzt gleich als Montana Black quasi hier reinspawnen, Leute. Da sind wir schon. Alter, ach, jetzt geht es wieder los. Das ist die erste Mission von zahlreichen Missionen, Leute. Und ja, das bin ich. Also man sieht mich hier. Sexuell gesehen ist er auf jeden Fall eine 1, Bruder. Jung, brutal, schlecht aussehend. Ach du Kacke, Digga, ist die Maus. Digga, das ist so eine schwammige Steuerung. Ich habe so lange nicht mehr gespielt, dieses Game. Wie sprint ich nochmal? Ah, genau, stimmt. Das war mit W spammen, ne? Digga, das ist aber... Boah, Digga, ich habe ein FPS hier, wa? Okay, hier sind wir zu Hause. Verpiss dich! Wer ist dieser Typ, der da... Wer ist das? Ja, also hier auf jeden Fall unser aggressiv arschgeiler Lambo. Den sparen wir später. Weg. Weg. Weg von meinem Haus. So. Frauen sind wie Hunde. Und das meine ich nicht abwertend. Ein Hund, den du immer, solange du ihn hast, neben dir an der Leine hältst. Ja, ja. Also Frauen sind wie Hunde, haben wir gerade gelernt. Extrem nice, Digga. Sehr, sehr stark. Vielleicht damit so nach dem Stream hast du Hunger bekommen. Verlasse das Haus und hol dir jetzt was zu essen, Digga. Junge, dieser andere Muchrechner, den er da hat, Alter. Das ist einfach eine Kasse. Ja, Baby. Ja, moin. Das ist jetzt auf jeden Fall Montes Streaming-Raum. Man kennt die Leute hier oben mit den Girlanden drinnen. Hier die Müllsäcke direkt daneben. Also wir gehen auf jeden Fall zu Mehmet, holen uns einen Döner, Leute. Kauft ihr was zu essen. Auf Knacks natürlich. Wir nehmen natürlich den Lambo, Leute. Dafür ist er ja da. Wir haben eigentlich noch ein Montana Black Radio. Das Ding ist, Leute, das funktioniert leider gerade nicht, weil es halt copyright-mäßig schwierig wird. Ey, weg, Digga. Digga. Bro. So vergessen, wie alt dieses Spiel ist, Junge. Diese Reifen, auch guck mal, diese Felgen, wie die rausstehen, Junge. Bro, dieses Spiel hat wirklich ein Frame in der Sekunde. Aber dicke Shoutout an Affe mit Waffe, der das Ding hier wirklich komplett auf Ehrenbruder-Basis, wie man das sagen würde, zusammengebastelt hat. So, wir fahren jetzt erstmal hier vorne und holen uns was zu essen natürlich. Hier, man sieht den Leute, hier oben ist er. Mehmets Döner. Frische und Genuss, guter Geschmack, gute Ideen. Genau da steht er wahrscheinlich. Rein in die Slots. Wir holen seinen Döner, perfekt. Da steht einfach Mehmets. Leute, was? Digga, was spiele ich hier? Oh, ja. Nein, ohne Fleisch, Mehmet, okay? Gut, okay, alles klar. Und ich freue mich an erster Stelle einfach für Mehmet, Digga. Ist das Braindead, Digga? Die reden sogar miteinander, Junge. Alles klar. Döner ist gekoppt, Leute. Den gönnen wir uns natürlich jetzt rein. So. Guten Appetit. Wer kommt gerade rein? Ach, so, Leute. Könnte ich gleich noch einmal Salz haben, bitte? Mhm, Salz kommt, mein Guter. Er hat Pommes-Döner genommen. Es ist ein TRL-Reporter, will ein Interview. Zeig ihm, wie du das siehst. Bro, ich mach keine Interviews. What the f***, Digga? Was ist das für ein Tier, Junge, dieser Gorilla-Mensch? RTL, TRL. Mein TRL. Ich f*** ihn hier komplett zusammen. Eigentlich, wenn ich Monte... Bruder, normalerweise müsste ich als Montana Black noch einen Schlagring oder sowas haben. Oder Elektroschocker, irgendwie sowas. Ich hau schnell ab. Okay, mach's gut, Mehmet, Digga. Wir müssen raus hier. Einfach 1:1 das Leben von Monte. Oh Gott. Oh mein Gott. Die wollen einen negativen Beitrag über mich verfassen. Das geht nicht. Leute, wir müssen die Zeugen beseitigen. Weg mit dem. Ach du Kacke, Leute. TRL möchte über mich negativ schreiben. Das geht natürlich nicht. Jetzt müssen wir ganz schnell los hier, Junge. Okay, wir sind wieder zu Hause. Achtung. Über den Nachbarn natürlich drüber, man kennt ihn. So, oh ja. Wir haben uns den Respekt in Buxtehude verdient, Motherfucker. Sehr, sehr stark, Digga, sehr, sehr stark. Also den TRL-Reportern haben wir es auf jeden Fall gezeigt, Junge. Affe mit Waffe eigentlich, glaube ich, jemand, der ständig YouTube-Kacke erstellt. Aber ja, die Mission auf jeden Fall hier einmal arschgeil durchgastet. Ich würde sagen, wir schallern direkt die nächste rein, Leute. Wir gehen Z, GTA Buxtehude. Missionswahl. Eine Knossi. Wollen wir Knossi retten? Ja, lass uns Knossi retten, Digga. Lass uns Knossi retten. Ganz, ganz wild. Also auf jeden Fall mal bei Affe mit Waffe vorbeischauen. Da hat's auf jeden Fall den Support verdient, Digga. Heute, Freunde, wird's teuer. Heute wird's teuer? Heute wird's ganz, ganz teuer, Digga. Oh, perfekte Wetter und den ganzen Tag in der Spielungswoche. Los ist natürlich dabei, Memo ist dabei. Knossi, ja. Heute wird's teuer, Digga. Eins möchte ich nochmal ganz kurz klarstellen. Fang mit der Sch*** jetzt gar nicht an.
Ganz genau. Weil letztendlich, Digga, die Bank gewinnt immer. Die Bank gewinnt und immer. Und Glücksspiel kann auch mal Spaß machen. Ja, so ist es. Fang mit der gar nicht an. So ist es, Digga. Knossi in seinem Audi, wir im Lambo, Alter. Rein ins Casino, Junge. Wir gehen rein in die Bücher, Digga. Boah, Digga. Oh, Bruder. Junge, mit Knossi im Casino, Digga. Was mache ich in meiner Freizeit? Betritt die Spielothek, ja. Knossi mit am Start. Knossi irgendwie riesig große Nasenlöcher, man weiß nicht warum. Und Memo, Digga. Memo, Alter. Junge, what the f***? Nochmal ganz kurz Knossi anschauen. Also da ist auf jeden Fall einiges schiefgelaufen. Aber Memo, Digga, der Boy ist stabil. Der Boy ist stabil, Digga. So, Casino, Leute, Casino. Fang mit der Sch*** ja nicht an, ne? Die Bank gewinnt am Ende des Tages immer, so ist es. Verschwende dein Geld in der Spilo. Nice, Bro. Monta hat nur 1000 Euro, das ist so unrealistisch. Monta hat deutlich mehr als 1000 Euro. Weg, ich will spielen. Alles, was wir gewinnen, ist auszahlen. Alles, was wir gewinnen, ist auszahlen. Oh, verloren. Nein. Nein, Leute, wir haben verloren. Vielleicht bringt dieser Automat mehr Glück. Alles klar, wir versuchen den nächsten Automaten, Leute. Wir haben Knossi und Memo verloren, Leute. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Auch. Kein Problem. Wir können aber noch eine 9. Komm schon, eine 9 noch, Bro. Oh, ey, was ist das? Oh, Digga. Junge. Okay. Ich schwör's euch, Leute, der Automat ist es. Ich spür's. Es hat einfach nur was mit dem Gefühl zu tun. Es hat nichts mit Glück oder so zu tun. Hier gerade einer einen fahren lassen. Knossi, Digga. Komm. Ein guten. Komm schon. Wieso sind hier so viele Crack-Penner in diesem Casino, Alter? Wirklich. Ganz ehrlich, es läuft nicht gut hier, ne? Es läuft wirklich nicht gut. Ich sag's so, wie es ist. Wenn wir jetzt noch eine Umdrehung verzocken, sind wir raus. Also unser Kontostand geht nicht runter, das ist ganz gut. Eine Verbindung. Komm, kommt sie. Digga. Leute, also ganz ehrlich, wie viele Automaten soll ich hier noch durchprobieren? Es gibt keinen mehr. Was ist mit diesen Zombies hier eigentlich los? Was machen die da alle? Naja. Ich bin nicht hinten. Mach zweite oder dritte Walze. Bruder, hier sind wie so Walking Dead hier, was hier um mich passiert, das, Alter. Das, was mir meint, der vernünftige Marcel sagt, ja, dass ich es einfach auch sein lassen sollte, Digga. Mhm. So ist es. Knossi geht auch nochmal runterzocken. Ja, es wird gemackert! Wenn jetzt gute Wins kommen, dann komm, wird Knossi. Ein König auf einmal auf Twitch sein, der König ist. Der, wird, der wird kommen, wir starten bei null. Okay. Oh, Baby! Knossi hat gewonnen. Knossi hat gewonnen. Es ist insane. Es ist, also... Mann, f*** mich nicht von der Seite ab, Mann! Maximale Gesundheit. Ich hab mehr Leben dazu bekommen, weil ich Casino verloren habe. Okay, macht Sinn. Nicht. Geh in den Laden und kauf dir einen Eistee. Das machen wir schnell, Leute. Wir holen uns kurz einen Eistee. Knossi, lass mir weiterspielen, ja? Ah, hier, Leute. Komplette Regal. Als Maul ist es. Da steht diese Lipton-Dose, Junge. Da steht diese Lipton-Sparkling-Eistee-Dose, wa? Junge. Auf jedes Detail wird hier geachtet, Alter. Bezahle. Ich bin Montana Beleg. Ich bezahle hier gar nichts, Alter. Oh, iPhone klingelt. Oh. Was los, Knossi? Oh, mein Gott. Ich kann gerade nicht ans Telefon kommen. Ach, Scheiße. Verhindert. Ach, hat in letzter Zeit zu viele illegale Glücksspiele gestreamt. Ach, du Scheiße. Wenn du Leben wiedersehen willst, bezahlst du lieber seine Geldstrafe von 190.000 Euro. 190.000? Aufgelegt. Die Medienanstalt. Hallo? Nein, die haben Knossi. Jungs, die haben Knossi. Der hat so viele illegale Glücksspiele gestreamt. Oh mein Gott, Digga. Ich wusste schon immer, Hamburger Medienanstalten gar nicht gut mit Kirchenessen, Leute. Wenn jetzt noch das Finanzamt kommt, dann sind wir RIP. Dann haben wir wirklich verloren. Dann haben wir... Ach du Scheiße. Die treten auf Knossi ein. So nicht. Memo, Alter, was passiert? Memo, der ist tot. Hör auf. Mann, Memo, egal. Komm. Ach du Kacke, jetzt habe ich eine Knarre. Ja gut, wie gesagt, normaler Alter von Monte, meine Freunde, bis dato, ne? Also wirklich, man kennt die nicht anders. Der um sich schießende Boss. Scheiße, Mann. Ach du Kacke. Sind das Gegner? Ich glaube schon, wa? Oh, Jungs, bitte. Ich bin hier für meinen Freund Knossi. Habt ihr den gesehen? Ach Gott. Natürlich, jetzt auch noch hier Verfolgungslevel. Jetzt noch Polizei auf mir oder was? Der Eingang ist versperrt. Wir müssen zum Notausgang rein. Jetzt kommen auch noch die Bullen oder was? Ey, ganz ehrlich, Memo, es wird wild. Memo, bist du fertig mit dem Kerl? Memo wurde gerade umgefahren. Perfekt, ich werde von der Polizei einfach überfahren. Die stehen auf mir. Ja, moin, Digga. Ich habe kein Leben mehr, gar nichts. Ich gehe rein. Ich glaube, das war so nicht geplant, dass die Polizei mich überfährt. So wenig Leben jetzt da reingehen, Leute, das wird wild. Werden wir nicht schaffen, sage ich ehrlich. Mann, du Fettsack, lauf doch schneller, Junge! Wo ist er, der Notausgang? Wo ist er? Das ist eine harte Mission. Nochmal einen Lippenzechen und rein. Versuche ihn doch mal lautlos auszuschalten. Der kratzt sich da am Sack. Der ist tot. Muss ich umbringen. Hätte ich auch nicht machen müssen, Leute, aber ganz ehrlich. Die haben Knossi. Knossi, ich bin noch am Weg. Sollen wir noch eine Runde spielen? Eine Umdrehung noch?
Tür ist verschlossen. Die Schlüsselkarte. Wir brauchen die Schlüsselkarte, Leute. Da ist die Schlüsselkarte. Wir haben sie, Leute. Die Tür ist auf, Leute. Wir gehen runter. Nossi, wo bist du? Hoffentlich ist das kein Corona. Das ist Corona, du Arsch. Ey, Leute, wir können echt froh sein, dass die Hamburger Behörden nicht allzu klug sind. Ein Sack voll Geld. Den nehmen wir uns mit. Gut, dass die Behörden hier sowas haben. Das war Geld, das Knossi in der Spiele gewonnen hat. Er muss in der Nähe sein. Okay. Knossi. Wo ist er? Also es geht schon darum, hier jeden einfach umzubringen, oder? Wir haben Bücher gefunden. Weitere Beweise. Wir brauchen Beweise. Achtung. Ich spiele das hier nicht lautlos, Leute. Wir gehen full end rein. Wir müssen töten. Eine Sauklaue kann wirklich niemand lesen. Ja, super. Danke für nichts, Knossi. Danke für nichts, Alter. Ich kann wirklich froh sein, dass diese ganzen Agenten so endlos dämlich sind. Huch, wo komme ich denn auf einmal her? Der ist gespawnt, Leute. Der hat doch gesagt, wo kommt er auf einmal her. Er weiß es nicht. Okay, das gibt einen saftigen Headshot, Leute. Oh, schön. Knossi, wo bist du, Junge? Jens, bitte. Sehr stark. Knossis Fahrausweis. Fahrausweis? Führerschein. Wir sind jetzt hier in der Tiefgarage irgendwo. Irgendwo muss der Junge sein. Ach du Kacke, die haben MGs. Kein Ding für den King. Ich sag mal so, ne? Der Fall tut dir das nicht. Boah, Digga. Boah, Digga. Hast du es gesehen? Ist Knossi? Jens, bist du's? Es ist Jens. Knossi, komm hier raus jetzt. Los, erledige ihn. Nein. Ach du... Nein! Knossi! Ah! Boah, Knossi, Alter, ey. Boah, so gut, dass du 20 Kugeln abkannst, ne? Knossi! Rede doch, Knossi! Knossi! Sprich mit mir! Oh! Ja, da kann ja keiner wissen, dass wenn ich Knossi in den Kopf schieße, dass der stirbt. Das ist natürlich jetzt, sag ich mal... Sag mir nicht, ich muss jetzt alles von vorne machen. Aber wir haben ja Knossi eigentlich gerettet, Leute. Der war ja safe, ne? Der war ja safe. Nur irgendein Idiot hat mir in den Kopf geschossen. Nächste Mission, jetzt gehen wir auf Jagd nach Streamsnipern. Ich werde bei meinem Umzug überhaupt gar nichts machen, außer Kartons packen. Mhm. Sehr gut. Ach du Ich hab dir gerne beim Packen geholfen, aber es ist jetzt wirklich nötig, dass du mit der Waffe da so rumfuchtelst. Monte einfach diesen armen Umzugshelfer jetzt gezwungen, dass wir auf die Streamsniper schießen. Monte, schon, der Mann... Das macht mich echt nervös. Kannst du bitte die Waffe runternehmen? Kann ich nicht, nein. Es ist wichtig, dass ich mich jetzt hier um die Streamsniper kümmere, Junge. Schau mal, da vorne fährt Monte. Monte, sag uns sofort deine neue Adresse, oder wir schießen. Oh mein Gott, die schießen auf uns. Ach du wir haben Motorrad. Überall Streamsniper. Lass nicht zu, dass sie den Lieferwagen verschwinden. Nee, natürlich nicht. Die Streamsniper haben Flugzeuge. Die Streamsniper haben Flugzeuge. Ja, Leute, ihr wisst es nicht, aber viele Monte-Fans sind aber Piloten. Die wollen unser Lieferwagen hops nehmen. Die wollen uns folgen bis zur neuen Adresse, damit die wissen, wo Monte wohnt. So nicht, Jungs, so nicht. Also bis dato ist es eine echt sehr entspannte Mission, muss ich sagen. Streamsniper sind nicht die hellsten. Liegt aber wahrscheinlich daran, dass die halt Montana Black-Zuschauer sind. Und da kann man auf jeden Fall an der Stelle da nichts gegen sagen. Also wie gesagt, das ist gar nicht so weit weg von dem Leben von Monte im Normalen. Oh, kommen sie. Du bleibst da stehen, aber bist du blöde? Hör auf zu schießen, du Affe! Hör mal, wieso ist der... Wie ist der Typ da stehen geblieben, sag mal? Ja, fahr doch! Okay, ich glaube, wir haben sie alle abgehangen. Ich glaube, mein Fahrer ist tot, wa? Ja, Leute! Arschgeil, wirklich, also echt, kann ich nur empfehlen. Checkt es auf jeden Fall gerne mal aus. Der Link dazu ist natürlich in der Videobeschreibung. Es kann natürlich... Oh, da kommen sie! Da kommen sie! Die sind wieder da hinten runtergefahren. Oh, Jungs! Ihr kommt die jetzt alle oder nicht? Die Streamsniper sind ein bisschen blöd. Wie gesagt, die haben sich wahrscheinlich zu viele Monte-Streams reingezogen. Das war's an der Stelle von diesem arschgeilen Modpack. Wenn ihr Bock auf mehr davon habt, schaut auf jeden Fall gerne mal bei Affe mit Waffe vorbei und könnt ihr mal die eine oder andere Mission noch im Livestream grinden. Kein Shoutout an Montana Black an der Stelle und ich bin damit raus. Danke für den gratis Content. Super, Dankeschön, auf Wiedersehen. Auf, und ja, tschüss. Shoutout an Affe mit Waffe. Bye, bye.